Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der TU Dresden und willkommen zu unserem Live-Q&A mit der Rektorin, Frau Professorin Staudinger. Ich bin Laura Jenert, ich arbeite an der TU Dresden im Studierendenmarketing und im Social-Media-Team und gemeinsam mit meinen Kollegen habe ich in der vergangenen Woche schon ein paar Fragen eingesammelt. Wir haben euch gefragt, was interessiert euch, was möchtet ihr von Frau Staudinger wissen? Und deswegen sind wir heute hier, wir haben einige Fragen vorab gesammelt. Aber natürlich sind wir auch live dabei, die ich hier versuche, auch noch live an Frau Staudinger zu stellen. Und ja, Frau Staudinger, wir sind auf dem Campus. Es ist schön, dass wir uns auch in Person sehen. Das Semester hat gerade gestartet. Wie haben Sie denn so den Semesterstart erlebt? Wie geht es Ihnen jetzt mit den vielen neuen Gesichtern auf dem Campus? Ja, es ist natürlich wunderbar, den Campus wieder belebt zu sehen, nach der langen Zeit der sozialen Enthaltsamkeit, wenn man so sagen kann. Es sind tolle Ereignisse am Anfang des Semesters. Wir hatten ja jetzt auch so ein Auftaktfest, wir hatten die IMA-Veranstaltung. Da wünsche ich mir natürlich, dass dann nächstes Jahr vielleicht noch mehr im Saal sein dürfen. Das hoffen wir ganz stark. Und dass wir dahinterher dann ein Semesterauftaktfest für alle machen können, hinterm Hörsaalzentrum. Etwas erschwert wurde das Ganze durch sehr viel Orga, was jetzt Corona angeht. Wir mussten ja ein Selbsttestzentrum organisieren, was jetzt im Hörsaalzentrum auch vorgelegt wird. Und ein Impfzentrum wollten wir gerne für uns selber organisieren. Das passiert alles nicht von sich, ist ja nicht unsere übliche Tätigkeit. Da mussten wir einiges investieren. Aber ansonsten sind wir froh, dass wir so viel Präsenzlehre wieder machen können. Ja. Da freuen nicht nur wir uns natürlich, auch die ganzen Studierenden, die schon länger hier sind an der TU Dresden. Dies ist natürlich auch schön, ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen wiederzusehen. Wir haben vorab auch die Frage erhalten, unabhängig auch von dem Semesterstart auf dem Campus, wie ist es denn so, in so einer neuen Stadt zu starten? Haben Sie da ein paar Tipps, gerade wenn man neu in Dresden ankommt, um sich hier gut einzuleben? Ja, Dresden macht es einem eigentlich sehr leicht, sich einzuleben. Wir kamen ja letztes Jahr aus New York zurück, mitten in der Corona-Krise. Alle haben immer gesagt, mein Gott, wie kann man von New York nach Dresden wechseln? Also wir fanden es sehr einfach, weil Dresden sehr viel Kultur anbietet, in verschiedensten Richtungen, Mainstream, Subkultur, von tollen Ausstellungen über Klassikkonzerte, über wunderbares Schauspielhaus, was ich nur empfehlen kann, großes, kleines Haus und die Landschaft, die dazu kommt, für jeden Geschmack etwas. Man ist ganz schnell draußen, man kann in den Weinbergen gehen, man hat einen weiten Blick. Es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten, sich einzugewöhnen. Es sind die kurzen Wege, was ich sehr angenehm finde im Vergleich zu New York. Wir können alles zu Fuß machen. Und ich würde einfach sagen, die Stadt wahrnehmen mit seinen vielen Möglichkeiten, auch seinen verschiedenen Vierteln. Es gibt nicht nur die Neustadt, es gibt auch andere ganz spannende Viertel, die up and coming sind und vor allem dann auch selber mittun. Wir haben ja so viele Möglichkeiten, sich auf unserem Campus auch zu engagieren, im Theater, im Chor, im Radio, im Campusradio. Also insofern, ich glaube, man kann sich sehr gut hier einfinden in der Stadt. Das denke ich auf jeden Fall auch. Sie haben ja auch gerade angesprochen, man kann sich die Umgebungen anschauen. Da möchte ich gerne noch mal hinzufügen, auch liebe neue Studierende, die das vielleicht noch gar nicht wissen. Mit eurem Semesterticket könnt ihr in ganz Sachsen kostenlos Regionalbahn fahren. Und deswegen könnt ihr euch auch gerne die umliegenden Orte rund um Dresden anschauen und vielleicht wirklich mal rausfahren. Das ist eine ganz tolle Sache. Frau Staudinger hat es gerade auch schon angesprochen. Natürlich, wir hatten hier ein Testzentrum, ein Impfzentrum auf dem Campus. Das Thema Corona ist natürlich nicht vorbei und das ist auch das, was euch am meisten interessiert hat, denn wir haben vorab gefragt, was treibt euch um, was möchtet ihr am meisten wissen und Corona war da einfach ein sehr präsentes Thema natürlich. Deswegen starte ich gleich mal mit der meistgestellten Frage. Wieso sind manche Vorlesungen in Präsenz und manche online und nicht hybrid oder wie kommt das zustande? Ja, also es ist ja so, dass wir erstmal davon ausgegangen sind, was geben unsere Räume her unter Einhaltung eines Hygienekonzepts, also mit den Abstandsregeln, die uns vorgegeben sind. Das sind ja eigentlich im Durchschnitt diese 1,50. Und dann wurde es ausgemessen, vermessen und wir kamen eben mit bestimmten Zahlen raus, die wir dann auch in unseren größten Hörsälen, also sprich im Audimax, unterbringen können. Und das ist immer noch zu wenig für bestimmte Vorlesungen.
Und von daher gibt es dann manche Vorlesungen eben nur digital, auch weil wir aus den letzten und zurückliegenden Semestern die Rückmeldung bekommen haben von Lehrenden und auch Studierenden, dass sie das durchaus gut fanden. Solche Vorlesungen, die ja sehr verdichtet Wissen auch vermitteln, wenig interaktiv sind, eben den meisten Anteilen, wenn man die per Video und auch asynchron zu einer Zeit studieren kann oder wahrnehmen kann, wo es einem reinpasst in den eigenen Tagesablauf und sie dann eben flankiert mit anderen unterstützenden Maßnahmen, sei es nun Tutorien oder digitalen Sprechstunden oder Chats, wo man mit der lehrenden Person ins Gespräch kommen kann, hat sich das eigentlich jetzt aus den letzten zwei Semestern als recht gut praktikabel etabliert. Und für andere Angebote haben wir eben dafür gesorgt und auch Lehrräume ertüchtigt, dass man dann hybrid über hybride Lehre die Anzahl der Personen im Raum reduzieren kann oder auch wenn manche Personen immer noch nicht das Gefühl haben, sie möchten in Präsenz studieren, dass wir das ermöglichen. Auch für unsere internationalen Studierenden ist das ja ein ganz wichtiges Angebot. Und das ist eigentlich der Grund, warum sich das immer noch unterscheidet zwischen unterschiedlichen Lehrangeboten. Mhm. Wenn manche, also alle Lehrveranstaltungen finden ja unter den 3G-Regeln statt. Es kam die Frage auf, warum nicht 2G? Ja, also wir sind als Universität ja gehalten, für alle Menschen, die das möchten, die Lehre anzubieten und vorzuhalten. Und wir können niemandem vorschreiben, auch wenn wir natürlich stark dafür plädieren, sich impfen zu lassen. Wir können aber niemandem vorschreiben, der Lehre bei uns wahrnehmen möchte, sich impfen zu lassen, abgesehen von den gesundheitlichen Fällen. Und von daher ist dieses 3G für uns eigentlich die Antwort, auf möglichst viel Freiheitsgrade zu geben im Umgang mit der Corona-Pandemie und gleichzeitig bestmöglichen Schutz für alle zu garantieren. Ja, 3G, das dritte G steht für getestet. Da schließt sich auch die nächste Frage an, die uns im Vorfeld erreicht hat. Gibt es weiterhin kostenfreie Tests für Studierende auf dem Campus, damit sie an den Lehrveranstaltungen teilnehmen können? Unbedingt. Das war uns ein ganz großes Anliegen und es bleibt uns ein ganz großes Anliegen. Es wird weiterhin kostenfreie Tests, Selbsttests unter Aufsicht im Hörsaalzentrum geben. Das ist, glaube ich, für alle Studierenden eine sehr gute Nachricht, dass es weiterhin kostenfreie Tests für die Studierenden gibt. Dennoch ist es offenbar so, dass die 3G-Regeln nicht immer ganz kontrolliert werden oder nur auszughaft. Können Sie das vielleicht kurz erklären, warum das so ist? Ja, das ist uns auch extrem wichtig. Also wir verstehen uns an der TU Dresden als eine Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden. Man hat früher im Mittelalter auch von der Universitas gesprochen. Dem fühlen wir uns sehr verpflichtet. Mit dieser Gemeinschaft geht einher, dass wir über uns selbst auch hinausdenken an diese Gemeinschaft und dafür Verantwortung übernehmen für das Gemeinwohl in unserer TUD-Gemeinschaft. Wir appellieren, das war ja auch die Rundmail, die wir am Anfang herumgeschickt haben, an diese Verantwortung, die jeder für sich und für seine Umgebung übernimmt und sind nicht der Meinung, dass wir dies in jedem einzelnen Fall nachprüfen müssen. Was wir trotzdem aber tun, das sollte auch klar sein, weil das vielleicht sich nicht unmittelbar erschließt, die Fakultäten wählen Lehrveranstaltungen aus, die einmal in der Woche tatsächlich die 3G-Regel auch Person für Person überprüfen, sodass wir hoffen, dass auf diese Art und Weise einmal in der Woche jede Person hinsichtlich der 3G-Regeln überprüft wurde. Zu dem Thema hatten wir gerade eine Live-Frage erhalten von einer Zuschauerin. Ich glaube, sie hat gerade erst eingeschalten. War die Vorankündigung zu früh, dass wir wieder in Präsenz ins Semester starten? Denn es wurde ja aufgefordert, zurück nach Dresden zu ziehen. Jetzt bin ich da und habe nur 2 Seminare in Präsenz. Uns hat dazu auch im Vorfeld schon eine andere Frage erreicht, oder die passt dazu eigentlich sehr gut. Wenn Professorinnen und Professoren oder andere Lehrende online Lehre anbieten. Was tun Sie konkret, um Sie vielleicht doch von Präsenzlehre zu überzeugen?
Also wir haben sehr viel Zeit investiert, vor allem natürlich unser Prorektor Bildung, Michael Kobel, durch die Ansprache der Studiendekane und Dekaninnen, die dann wiederum mit den Lehrenden ins Gespräch gehen, dafür zu werben, die Veranstaltungen, die raummäßig in Präsenz darstellbar sind, auch in Präsenz anzubieten. Und das heißt, da ist sehr viel Zeit und Gespräch reingeflossen. Was ich sagen kann, ist, dass wir bitten würden, wenn so etwas sozusagen wahrgenommen wird und erlebt wird, dass einfach sich gewendet wird auch an das Prorektorat Bildung oder an das jeweilige Studiendekanat, um hier eine Rückmeldung zu erbitten. Ja. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Die Universität hört euch Studierenden natürlich auch zu und freut sich auf euer Feedback. Deswegen nochmal zur Erläuterung, was Frau Staudinger gerade gesagt hat. Das Prorektorat Bildung ist euer Ansprechpartner für alle Belange rund um die Lehre und um das Bildungsthema. Und der Prorektor für Bildung, Professor Kobel, ist da stellvertretend und setzt sich auch sehr viel dafür ein, dass eben ihr auch gehört werdet. Deswegen auch nochmal die Aufforderung an euch, meldet euch gerne dort und nutzt auch die Corona-Mail-Adresse und die Corona-Infoseiten, die die Uni hat, denn wir versuchen euch da wirklich so gut es geht zu unterstützen. Und ich habe noch eine letzte Frage zum Thema Corona, die uns zuvor erreicht hat. Und zwar geht es da um die studentischen Veranstaltungen. Das bezieht sich hier noch ein bisschen auf die ESE. Warum sind studentische Veranstaltungen auf 50 Teilnehmende begrenzt, aber Lehrveranstaltungen können mehr Personen beherbergen? Also wir sind inzwischen, da hat sich, glaube ich, einiges auch überholt. Wir sind inzwischen dazu übergegangen, wenn eine Veranstaltung, auch eine studentische Veranstaltung, ein Hygienekonzept hat, inklusive der Überprüfung der 3G-Regel, der Nutzung oder der von Räumen, die entsprechend der Zahlen genutzt werden, die vorher festgelegt wurden, gibt es aus unserer Sicht inzwischen keinen Grund mehr, diese Zahl zu begrenzen. Na, das sind doch gute Neuigkeiten. Also würde ich mal sagen, macht ein Hygienekonzept und dann plant eure studentischen Veranstaltungen wieder, damit eben auch Menschen wie gerade die Zuschauerin, die nur so wenig Präsenzseminare hat, trotzdem die Möglichkeit hat, neue Leute kennenzulernen und ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen zu treffen. Die Hochschulgruppen, die Fachschaftsräte sind da natürlich die richtigen Ansprechpartner. Das Thema Corona beschäftigt uns natürlich sehr, aber es gibt natürlich noch viele, viele andere Themen. Und uns erreichte im Vorfeld die Frage zum Thema, wie setzt sich die Uni konkret für LGBTQIA+-Personen ein? Was gibt es da für Maßnahmen? Wie werden sie vielleicht unterstützt? Also das ist uns ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben ja in unserem Prorektorat Universitätskultur, was es eben seit letztem Jahr erst gibt, mit dem neuen Rektorat, die Prorektorin ist Roswitha Böhm, an höchster Stelle vertretene ist Mitglied des Rektorates, was sich darum kümmert. Wir haben eine Abteilung Diversität, Diversity, Integration, was ganz viele Maßnahmen auf den Weg gebracht hat und umsetzt, um auch die Diversität in Hinblick auf Geschlechtsidentität, Geschlechtsorientierung bei uns auf dem Campus visibel zu machen und zu integrieren. Das geht von spezifischen Veranstaltungen, die angeboten werden. Also ich darf einfach bitten, auf unserer Webseite haben wir unter der Universitätskultur einen Hyperlink, der auch für Diversität speziell da ist, wo auch immer die neuesten Aktivitäten dort gelistet sind, und es ist uns ein sehr, sehr wesentliches Thema. Wir setzen uns bei Neubaumaßnahmen, Renovierungen von Altbauten dafür ein, geschlechtsneutrale Toiletten vorzusehen. Was ich sagen darf, kleine Nebenbemerkung, ein harter Kampf ist gegenüber dem staatlichen Hochbauamt, was ja für uns zuständig ist. Dort gibt es weniger Verständnis dafür. Aber wir haben uns bisher durchsetzen können bei diesen Umbau- und Neubaumaßnahmen, das auch so auf die Wege zu bringen. Also das sind einfach nur so ein paar Hinweise, und ansonsten gerne auch sich wenden an das Diversitätsteam. Die sind dafür bereit und freuen sich auf Hinweise, auf eure Perspektiven. Ich sollte auch sagen, es gibt eine Beschwerdestelle bei uns an der Universität,
die Kollegin Wiede, die genau dafür auch da ist, wenn euch diskriminierende Erlebnisse begegnen auf dem Campus oder vielleicht auch darüber hinaus, dass ihr das ansprechen könnt und weitergeben könnt, sodass wir uns dann damit auseinandersetzen können. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die spannenden Insights. Das wusste ich auch oft nicht, aber es ist interessant zu hören. Zu dem Thema auch gerade, wo Sie das Beschwerdemanagement ansprechen, fragte noch jemand, haben ProfessorInnen das Recht, Arbeiten schlechter zu bewerten, weil man nicht gendert? Das ist ja ein ganz heißes Thema bei uns auf dem Campus. Auch seit wir eben im Amte sind, treiben wir diese Diskussion voran, weil wir der Meinung sind, dass eine Universität hier im Hinblick auf gendersensible Sprache auch eine Vorreiterrolle einnehmen soll. Und wenn wir davon ausgehen, dass nun also Ausschreibungen, die für den öffentlichen Dienst erfolgen, ja zumindest schon in Klammer M-W-D angeben müssen, sehen wir auch, dass es selbst auf der obersten Bundesebene hier rechtliche Regelungen gibt, die dafür Sorge tragen. Was wir jetzt in unserer Richtlinie für gendersensible Sprache vorgesehen haben, ist, dass es eigentlich den individuellen Entscheidungen überlassen bleibt, wie man selbst damit umgehen möchte mit der gendersensiblen Sprache, dass wir uns aus der Universitätsleitung heraus dazu verständigt haben, mit dem Doppelpunkt zu arbeiten. Und es aber keiner Person ein Nachteil daraus entstehen kann, jedenfalls nicht nach unseren Richtlinien, wenn die Person nicht der Überzeugung ist, diese Sprache oder diese Verschriftlichung umsetzen zu wollen, kann ihr auf jeden Fall kein Nachteil daraus entstehen. Wenn das trotzdem der Fall wäre, wäre das für mich wieder ein Fall entweder für die Beschwerde oder eine Rückmeldung ins Studienbüro der jeweiligen Fakultät oder dann auch an den Prorektor Bildung. Ja, vielen Dank. Es kam eine Frage im Chat. Wird es dieses Semester wieder die Möglichkeit geben, Prüfungsergebnisse abzulehnen und diese nicht als Versuch anrechnen zu lassen? Das gab es ja im vergangenen Jahr als Entgegenkommen für die Studierenden, die eben unter Corona studieren mussten. Ja, die Frage, gibt es das wieder? Nee, das gibt es jetzt nicht mehr. Wir haben im Senat uns darüber verständigt und darüber diskutiert. Und es wurde entweder in der September-Sitzung, glaube ich, ein Beschluss gefasst, dass diese Regelungen auslaufen. Okay. Fragt man sich dann, wenn ich merke, okay, der Studienerfolg ist vielleicht nicht ganz so optimal zu erreichen, wie ich mir das gerade vorstelle, was hat die Uni da für Unterstützungsmöglichkeiten für Studierende, dass sie vielleicht dann doch eben entweder gute Prüfungsergebnisse abliefern oder vielleicht erfolgreich einen Studiengang wechseln können oder so? Also wir haben ganz viele Angebote, die im Bereich der Studienberatung, der Unterstützung laufen. Also zum einen natürlich über die Fachschaftsräte und die jeweiligen Fakultäten, aber auch zentral haben wir Modellprojekte, auf die man sich einlassen kann. Die stehen auch alle auf der Webseite des Prorektorats Bildung. Ich kenne die jetzt nicht alle im Detail, man möge es mir verzeihen, unsere Universität hat so viele Programme, aber man kann sich beispielsweise in ein Programm einschreiben, wo man dann dyadisch mentoriert wird, wo man Rückmeldung bekommt, wie der Studienfortschritt ist, wo man sozusagen vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit drauf wenden sollte. Das ist eines, das heißt, glaube ich, PAST oder so ähnlich. Das PAST-Programm, genau. Das PAST-Programm. Und in der Hinsicht gibt es also viele Möglichkeiten. Ich kann einfach nur auffordern, diese Beratungsmöglichkeiten auch wahrzunehmen. Auf der Webseite zu gucken, was bietet das Prorektorat an, was bietet meine Fachschaft an, was bietet meine Fakultät an und diese Dinge dann auch für sich selbst zu nutzen. Genau. Zusätzlich zu den Fachschaften und zu den Angeboten der Fakultät gibt es natürlich auch noch die Angebote der zentralen Studienberatung, das Service Center Studiums, das auch bei Formalitäten gern hilft. Wir haben die Möglichkeit, ihr habt die Möglichkeit, einfach auch mal zur Serviceseite in das LUB vorbeizuschauen. Dort ist der Servicepunkt auch teilweise von der Studienberatung besetzt. Also einfach mal die Leute dort ansprechen, anrufen, anmailen und dann wird euch auf jeden Fall geholfen. So, wir kommen jetzt auch schon zum Ende unserer Fragerunde. Wir haben ja leider nicht ewig Zeit, deswegen haben wir hier noch ein paar Fragen zum Thema zur Universität allgemein.
Es kam die Frage nach Rankings. Vielleicht können Sie kurz erklären, welchen Stellenwert, was Rankings überhaupt sind für eine Universität und was für einen Stellenwert die für die TU Dresden haben. Ja, also Rankings sind ja international aufgestellte Vergleichsmöglichkeit zwischen Universitäten aus unterschiedlichen Ländern. Und es gibt also das Ranking, was am akzeptiertesten ist weltweit, ist das von Times Higher Education Worldwide Ranking. In solche Rankings gehen verschiedene Dimensionen ein, also von der wissenschaftlichen Produktivität, das heißt, wie viele Publikationen, wie viele Zitierungen, aber dann eben auch das Verhältnis zwischen Studierenden und Lehrenden. Daraus zieht man dann Schlüsse über die Qualität des Lehrangebots oder der Betreuung von Studierenden bis hin zu sogenannten Reputation. Wie bekannt ist die Universität? Also solche Fragen wie, würden Sie Ihr Kind an die und die Universität schicken? Das sind dann solche Fragen, die diese durchführenden Agenturen eben weltweit stellen an Stichproben von Personen. Und wieso sind diese Rankings wichtig? Sie erlauben auf einem globalen Bildungsmarkt sich zu verorten. Auch die internationale Visibilität der eigenen Universität hoffentlich zu erhöhen und damit auch attraktiv für internationale Studierende zu werden oder zu bleiben. Das ist für uns von daher ein ganz wichtiges Instrument, was wir gerne auch nutzen wollen. In der jüngsten Vergangenheit, muss ich sagen, finde ich, hat sich das Times Higher Education sehr gut weiterentwickelt. Die haben sich jetzt nämlich auch die Sustainability Goals der UN zu eigen gemacht und vergleichen Universitäten im Hinblick auf ihre Beiträge zu diesen Sustainability Goals. Und man kann sich dann als Universität zu ausgewählten dieser UN-Ziele auch ranken lassen. Und wir sind jetzt dabei, Entscheidungen dazu zu treffen, für welche der Ziele wir uns auch ranken lassen wollen. Und eines davon wird auch die Nachhaltigkeit selbst sein. Also was tun wir in der Forschung, in der Lehre und auch auf unserem Campus im Hinblick auf Nachhaltigkeit? Also man kann dabei sehen, dass solche Rankings auch hoffentlich, so würde ich es mir jedenfalls wünschen, vielleicht einen Motor darstellen können, auch für die institutionelle Weiterentwicklung von Universitäten. Mhm. Da bin ich Ihnen jetzt sehr dankbar für diese perfekte Überleitung, denn eine Frage, die uns auch noch erreicht hat und die natürlich auch viele Studierende brennend interessiert, ist, wie kann die Universität ihren CO2-Abdruck irgendwie senken? Was können wir Nachhaltiges tun? Wie können wir Ressourcen sparen? Ja, also wir sind auf all diesen Ebenen unterwegs und zwar schon eine ganze Weile. Jedes Jahr, wir sind Teil eines Umweltaudits, wo wir uns Rechenschaft ablegen über Papierverbrauch, Energieverbrauch, was da alles an Dimensionen anfällt. Wir wollen aber da noch besser werden und wir haben jetzt mit dem neuen Rektorat ein Green Office auch gegründet, was für alle Mitglieder unserer Universität zugänglich ist und ein Anlaufpunkt sein soll, wo man hingehen kann, wenn man Ideen hat, was wir noch besser machen können, wenn es aber vielleicht auch Beschwerden gibt, wenn man das beobachtet hat, was eigentlich völlig unnötig wäre. Wir haben eine Kommission Umwelt, an der auch Studierende, Mitarbeitende und Professoren beteiligt sind, die Strategie mitentwickeln, die dann im Rektorat sagen, übernommen wird oder diskutiert wird und dann weiter zur Grundlage des Handelns auch der Universität gemacht wird. Ein ganz wichtiges Thema ist für uns, wie bringen wir Nachhaltigkeit als Thema noch viel systematischer in unsere Lehre, und zwar quer durch alle Curricula, also dass wir der Prorektor Bildung auch aufgefordert hat, die Fakultäten darüber nachzudenken, wie Nachhaltigkeitsthemen eingebracht werden können in etablierte Curricula unserer Bachelor- und Masterausbildung. Wir wollen darüber hinaus in einem Kerncurriculum Nachhaltigkeit als ein Thema verankern, was man sozusagen neben dem fachspezifischen Studium dann auch noch studieren kann. Und wir möchten im Bereich des TU Dresden als Reallabor noch viel besser werden, wie wir bei Neubauten
mehr nachhaltiges Bauen exerzieren können, von Baumaterialien über Solarenergie, auch Windenergie können wir noch viel besser nutzen. Es gibt relativ viel Wind bei uns im Elbtal, nutzen wir noch viel zu wenig. Da gibt es auch schon erste Ansätze, also beispielsweise unser großes Serverzentrum im ZIH, also der zentralen Rechenzentrums der Universität, nutzt schon die Abwärme, um andere Gebäude zu wärmen. Das ist auch alles noch nicht genügend publik. Ja. Das wollen wir eben auch über das Green Office und die Kommission Umwelt und das Prorektorat Universitätskultur noch viel mehr publik machen. Und aber auch hier, wie bei allen Themen unserer Universität, ich würde mich sehr freuen und ich weiß auch, die Prorektorin Universitätskultur, Roswitha Böhm, freut sich über jede Aktivität, die wir von unseren Studierenden auch in dieser Hinsicht bekommen. Kommt zum Green Office, meldet euch dort und seid auch in der TUWI. Das ist ja schon eine lang existierende studentische Initiative, die auch dazu beigetragen hat, dass wir jetzt ein Green Office haben. Meldet euch da und arbeitet mit. Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Mir bleibt da eigentlich schon noch ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, denn all die Themen, die Frau Staudinger gerade angesprochen hat, die TUWI, das Green Office, die Nachhaltigkeit an unserer Universität, das zeigen wir auch in sehr, sehr vielen Videoprojekten auf unseren YouTube-Kanälen. Und deswegen animiere ich euch, schaut einfach mal vorbei bei TU Dresden Entdecken und bei TU Dresden Probieren auf YouTube. Denn da findet ihr ganz viel, was unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Thema Umwelt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz sagen, wie sich die TUWI zum Beispiel konkret auf dem Campus einsetzt, was sie für nachhaltige Projekte schon alles in Gang getreten haben. Und da laden wir euch gerne einmal reinzuschauen. Ansonsten schreibt gerne, falls ihr noch weitere Fragen habt, in die Kommentare oder auch privat als Nachricht an den TU Dresden Instagram-Account. Wir werden die dann auf jeden Fall weiterleiten an das erweiterte Rektorat und danken euch fürs Zuschauen. Das Live-Q&A ist damit beendet und wir wünschen noch einen schönen Abend. Tschüss und vielen Dank für das angenehme Interview. Gerne. Tschüss, danke für die Fragen. Tschüss.